Hallo, Wolgast. Ich bin Uwe aus Greifswald, war der Anmelder und habe jetzt zum September wieder angemeldet. Wir starten am 4. September und dann gleich mit einem Paukenschlag. Nämlich mit einem Paul, mit einem Dr. Paul Brandenburg. Wir sind sehr glücklich, dass Paul Brandenburg zugesagt hat und er wird eine 20-minütige Rede vorbereiten, auf die wir uns geeinigt haben. Wir wissen, die Aufmerksamkeit wird mit der Länge der Rede dann nicht immer steigen. Ich bin meiner Vorrednerin sehr dankbar. Manche von euch wissen, dass wir im letzten Jahr einen Wechsel hatten in der Anmeldung. Und mein Ziel war es immer und wird es auch bleiben, die Menschen, die mit uns bereit sind, auf die Straße zu gehen und ihren Unwillen über das, was in diesem Land passiert, kundtun. Alle Menschen sind willkommen. Natürlich müssen wir aufpassen, was geredet wird. Wir haben ein offenes Mikrofon und das ist nach wie vor der Fall. Aber wir unterstützen keine Parteien. Wir wollen freie Bürger für ein freies Land. Ich kann das auch noch mal kurz bestätigen. Ich hatte in der letzten Woche einen Anruf. Einen Anruf einer CDU-Parteiangehörigen. Und sie war bereit. Lassen wir ihn erstmal. Ich war ja auch schon hier und habe mich dann immer gefreut, wenn der Tutgruß gekommen ist an uns, an die Demonstranten. Ja, vielleicht darf er das auch nicht wegen der Schallbelästigung. Ja, diesen Anruf wollten wir eigentlich etwas länger führen und dann auch miteinander reden. Aber daraus wurde nichts. Nach der Bereitschaftserklärung vieler Dinge, die ich mir angehört habe, fragte sie nach den Themen, die wir bearbeiten. Und gleich das erste Thema wurde zur Mauer. Welches Thema? Ich sagte, wir sind gegen Waffenlieferungen in die Ukraine, wir sind für Frieden und nicht für Krieg. Das liegt uns besonders am Herzen, weil wir für die Menschen sind und Waffen und der Krieg richten sich gegen die Menschen. Deshalb treten wir massiv dagegen auf und wir sehen, was Waffen angerichtet haben. Keiner wird uns je die Frage beantworten, welche Menschenleben wurden durch die gelieferten Waffen gerettet. Keine. Es wurden viel mehr getötet. Genau das ist es. In unserem Land, die GmbH geht den Bach runter. Und wenn das wirklich eine GmbH, es ist ja eine
wenn es wirklich eine registrierte hier in Deutschland wäre, dann müsste sie Insolvenz anmelden. So weit sind wir runtergekommen. Aber deshalb gehen wir auf die Straße und mich freut, dass ihr hier heute Abend da seid, miteinander redet, die Themen genau so aufgefasst habt, wie es sich gehört. Nicht von oben berieseln lassen, keine Vorgaben akzeptieren, sondern all das, was uns aufgebürdet wird, hinterfragen. Das sind die wichtigen Dinge. Damit stehen wir im Leben und damit, nur damit, werden wir die Zukunft unserer Menschen, unserer Kinder sichern. Danke. Kleiner Zusatz, ich habe ja den 4. September 19 Uhr in Greifswald auf dem Marktplatz angekündigt. Ich hoffe auf rege Teilnahme und ich hoffe auf Werbung für diese Veranstaltung. Danke.